Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zum Micknaufs Closing Bell, der DAX, der Markt, die Börse im allabendlichen Überblick. Ja, heute haben wir ja so ein bisschen gewartet auf die EZB, auf Mario Draghi, aber dass der nun auf einmal seine Nullzinspolitik beenden würde, ja, das war den Marktteilnehmern eigentlich klar, dass das natürlich nicht der Fall ist. Also bleibt es bei der Nullzinspolitik durch die Europäische Zentralbank, einzig Neues. Naja, aber selbst das wussten die Börsianer schon. Na gut, dass die EZB jetzt Unternehmensanleihen ankauft, einzig und allein der Zeitpunkt stand noch nicht fest. Das soll jetzt der 8. Juni werden, also von daher hat man sich auch heute nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt beim DAX. Da ging es zuerst mal unter die Marke von 10.200 und geschlossen haben wir mehr oder minder plus minus null bei 10.208 Punkten. Ja, wir hatten auch noch den ADP-Arbeitsmarktbericht. Das ist der Arbeitsmarktbericht einer privaten Agentur aus den Vereinigten Staaten und der beleuchtet schon mal so als Vorläufer vor dem Freitag den Arbeitsmarkt und selbst da gab es aber großartig, muss man sagen, keine Neuigkeiten. Also da ist relativ wenig passiert. Ja, also der Dow Jones aktuell zur Stunde bei 17.763, da geht es leicht runter. Euro zu US-Dollar schwankt immer noch um die Marke von 1,12. Einzig und allein Gold hat heute mal wieder einen Schub bekommen. Das heißt, da ging es mal ein bisschen rauf. Thema Öl, ja, da liegen wir mittlerweile auch über 50 Euro pro Barrel bei der Nordseesorte Brent. Ja, ansonsten muss man ganz klar sagen, hatten wir halt eben unter den Top-Gewinnern heute mal die Bayer-Aktie bei 88,14, 2,2%. Volkswagen konnte punkten mit 1,8%. Naja, und die Versorger haben sich etwas erholt, RWE und auch E.ON. Ja gut, aber die sind auch in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten. Ansonsten unten heute die Münchner Rück, aber da waren es Analystenaussagen, die hier dann doch die Aktie ein bisschen ausgebremst haben. Da wurden die Kursziele leicht verändert, von 200 auf 190 runtergesenkt. Ansonsten unten die defensiven Werte Fresenius und Fresenius Medical Care. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich die erste Woche innerhalb des Juni anlässt. Der Markt hält sich auf jeden Fall tapfer und wacker über der Marke von 10.000 Punkten.